Wie hat sich die Kriminalität in Mainz und in Rheinhessen im vergangenen Jahr entwickelt? Das Polizeipräsidium Mainz stellte am Dienstag die aktuellen Zahlen vor. Insgesamt sind die Straftaten um über 4000 Fälle gestiegen und liegen damit 7,3% höher als 2014. Auch die Aufklärungsquote ist leicht gestiegen und liegt bei 63,8%. Einbruch steht ganz oben auf der Liste der Straftaten. Immer häufiger brechen Kriminelle in Wohnungen und Häuser ein. Ein Bundestrend, der sich auch in Mainz bestätigt. In Mainz, Rheinhessen und an der Nahe hat sich die Zahl der Einbrüche und Versuche um insgesamt 45% gesteigert. Also zum einen spielen sicherlich Gruppierungen eine Rolle, die gewerbsmäßig unterwegs sind, die überregional tätig sind und auch ausländische Gruppierungen, wie wir festgestellt haben, die hier nach Rheinland-Pfalz kommen, nach Deutschland kommen, Wohnungseinbrüche ganz gezielt begehen und auch in Serien tätig werden. Also ganze Straßenzüge, Wohnungen aufbrechen und dann schnellstens die Wohnung wieder verlassen. Der stark gestiegene Zuzug von Flüchtlingen und Zuwanderern hat sich 2015 kaum auf die Anzahl der Straftaten ausgewirkt. Die Straftaten von Zuwanderern, die liegen im ganz geringen Bereich. Und das sind meistens noch Körperverletzungsdelikte untereinander, weil sie natürlicherweise junge Männer untergebracht sind, in Flüchtlingsheimen in der großen Anzahl. Die trinken auch Alkohol und von daher sind die Straftaten eigentlich zwangsläufig, die sich daraus ergeben. Für das erste Quartal 2016 liegen auch Zahlen vor. Bislang zeigt sich dabei ein positiver Trend. Ja, wir waren eigentlich sehr erfreut im ersten Quartal, dass die Wohnungseinbruchsdiebstähle im Bereich Mainz zurückgegangen sind. Wir hoffen, dass der Trend hält. Beispielsweise auch im Bereich der Sexualdelikte ist ein Trend zu verzeichnen, der gegenläufig ist. Wir haben einen weiteren Rückgang zu verzeichnen. Wir hatten letztes Jahr schon einen Rückgang zu verzeichnen. Das sind eigentlich erfreuliche Zahlen. Ob es so bleibt im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl, kann ich allerdings nicht sagen.